Jetzt habe ich ein Thema, wo wir drauf gekommen sind. Das wollte ich unbedingt mit dir besprechen. Ja. Also ich wollte mit dir allgemein über unsere Bundesregierung sprechen, aber insbesondere über Karl Lauterbach und dich fragen, ob du dieses Comedy-Format gesehen hast auf Amazon Prime. Ja! Hallo, hallo, guten Abend. Mein Name ist Karl Lauterbach. Ich bin die Person, die über anderthalb Jahre Ihnen jetzt alles verboten hat, was Spaß gemacht hat. Ich bin daher wie Ihre Mutter, nur ohne das gute Essen. Ich wollte es auch mit dir Es ist besprechen. an Peinlichkeit und Fremdscham nicht mehr zu überbieten, oder? Ja, schon allein, also ich persönlich, also so die erste Szene, die allererste Szene dieser Folge ist ja, Hazel Brugger und Karl Lauterbach sitzen zusammen im Auto und machen Witze darüber, wie sie Sex miteinander haben. Da wollte ich schon kotzen. Und dann dieses, mein Hauptproblem war nicht, dass Karl Lauterbach sich in dieser Stand-Upper-Rolle komplett, das ist überhaupt nicht sein Ding. Dass er das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, das Das war ordentlich zu schon mein machen. Problem auch. Ja, das war Der aber gar Typ, nicht der mein. Leuten verbietet, in geschlossenen Räumen ohne Maske zu sitzen, steht auf der Bühne vor einem Publikum ohne Masken und spielt ein Stand-up. Also da war ich schon, da dachte ich schon, hä? Weißt du, das war mir egal. Mir war es auch egal, dass er es schlecht gemacht hat. Was mich am meisten so ein bisschen getriggert hatte, war dieses Best-Friends-Gehabe mit Hazel Brugger. Wo ich mir sage, so kleiner Moment, Hazel Brugger ist Ensemblemitglied der Heute-Show, also eigentlich Satire-Kabarett im Grundgedanken, und Karl Lauterbach ist der Gesundheitsminister. Also da sollte jetzt nicht unbedingt mit Freundschaft, sondern nicht, also das Weiß passt ich für nicht, mich irgendwie also nicht. die will ich gar nicht kommentieren, es interessiert mich nicht, was die macht, aber ich finde halt, Lauterbach ist einfach eine Witzfigur. Also schade, dass er nicht Comedian ist, weil als Gesundheitsminister ist er noch viel schlechter. Ich fand, er hat sich auch, ich fand auch, dass er sich so ein bisschen damit geschadet hat. Ach, der schadet sich durch alles, was er macht. Der Typ ist einfach nur noch irre. Sorry, aber das ist doch nicht mehr normal. Also da ist ein Typ, der wirklich jede Nacht irgendwie vor dem Rechner zu sitzen scheint. Ich weiß nicht, ob nüchtern oder besoffen, der vor Varianten, Killer-Varianten warnt, der immer strengere Maßnahmen will, der zu einer Zeit, wo erwiesen ist, dass die Impfungen offensichtlich nicht so wirken, wie sie versprochen haben, Sag das nicht, du bist insbesondere, dafür auf Facebook gesperrt worden für diesen Satz. Sag das nicht ja, nochmal. ich sage ja, nicht so wirken offensichtlich, wie sie versprochen haben. Viele dreifach Geimpfte werden krank, selbst Annalena Baerbock, wie kann man nur so dumm sein, ja, und sagen, ich liege mit ganz schweren Symptomen im Bett, obwohl ich viermal geimpft wurde und dann nicht damit rechnen, dass die Impfgegner sagen, ey, offensichtlich wirkt deine eigene Impfung nicht gegen das, wovor du dich schützen wolltest. Aber das ist nicht mein Thema. Ich will nur sagen, dieser Typ, ja, der auftritt wie der Gesundheitssheriff schlechthin, ja, der einen auf seriös machen will, taucht in einem vollkommen aus meiner Sicht albernen, unseriösen Format auf, stellt sich dahin in einer Rolle, die er andernorts viel besser erfüllt, nämlich als Clown im Internet, und tut aber so, als wäre er lustig oder Comedian und was auch immer, und wird davon von Leuten gefeiert, wird dafür von Leuten gefeiert, die, ich weiß nicht, was die im Kopf haben in dem Moment, die ihn wahrscheinlich zum Kultstar machen, weil er als Gesundheitsminister sich dazu herablässt, mit ganz normalen Menschen Comedy zu machen. Aber er Und ich war ja schon, finde, das war ja schon davor, aber das ist ja der Punkt, warum er überhaupt Gesundheitsminister geworden ist, weil er eben ja. sowas auch mitgemacht Aber hat. ich finde, dafür ist die Lage zu ernst. Also Ja. dafür muss so jemand sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß nicht, das ist wohl ein halbes Jahr vorher aufgezeichnet Ja. worden. Aber man hätte doch sagen können, okay, streit das jetzt erstmal nicht aus. Ja, und dass es auch gar keinen Aufschrei gegeben hat. Also dass nicht alle Ja. Medien sich draufgestürzt haben und gesagt haben, okay, jetzt ist bewiesen, dass der Typ nur mediengeil ist und aufmerksamkeitsgeil ist. Also bitte gebt ihm die Aufmerksamkeit, die er verdient, nämlich gar keine. Oh, wow. Wie viele Hirnzellen tötet so ein Vollrausch ab? Schwer zu sagen, aber da geht schon was verloren. Ja. Da habe ich so manch einen Opfergang hinter mir. Oh, wow. Jetzt kommt der Party Lauterbach.